Wie kommt die Fliege ans Vorfach? Um das zu beantworten, möchte ich dir zeigen, wie man den Klammerknoten herstellt. Der Klammerknoten ist die Verbindung vom Vorfach, dargestellt durch diese Schnur, zum Haken. Wie verbindet man jetzt diese beiden Teile? Im ersten Schritt steckst du das Vorfach durch das Hakenöhr. Jetzt lege ich beide Schnüre doppelt und halte hier beim Öhr ein Auge offen. Dazu aber später mehr. Im zweiten Schritt mache ich mit dem losen Ende 5 Wicklungen um den stehenden Teil der Schnur herum. Fertig. 5 Wicklungen. Jetzt kommen wir zurück zu dem Auge beim Hakenöhr. Da ist es. Das lose Ende steckst du jetzt von hinten durch dieses Auge. Führst die Schnur jetzt von oben nach hinten zu dem neu entstandenen Auge. Dort steckst du es hindurch. Das Ganze jetzt vorsichtig zuziehen. Bei der Verwendung von monofilen Schnüren solltest du den Knoten etwas anfeuchten, um mögliche Schäden am Material zu vermeiden. So, jetzt ist der Knoten fast fertig. Nur noch das lose Ende kurz abschneiden. Ich lasse hier immer 1-2 mm Schnur stehen, damit das lose Ende unter Spannung nicht zufällig durchrutscht, weil sich der Knoten weiter zuzieht. Das ist der Klammerknoten. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachknoten und später am Wasser. Petri Heil.